Den Parolen keine Chance, lass sie nicht ans Tageslicht. Lass sie in den Grüften modern, öffnet ihre Gräber nicht. Volk, Nation und Vaterland sind ihr krudes Kampfgebrüll. Alles, was dadurch entstanden, war doch längst entsorgt im Müll. Wenn sie jetzt den Menschenfängern wieder aus den Mäulern sprudeln, lasst sie ungehört verdorren, lasst euch nicht damit besudeln. Kriege mit Millionen Toten haben sie uns eingebracht. Folter, Mord und Diktaturen, Siegeszug brutaler Macht. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit. Nennt mich gerne einen Spinner, Utopisten und naiv. Doch ich will nicht akzeptieren, was da aus dem Ruder lief. Es gibt sicher schönere Lieder, wohlgefällig ausgedacht. Doch ich glaube, hin und wieder ist ein Aufschrei angebracht. Ja, ich hab schon oft besungen, doch ich wiederhol mich gern. Damals war das Schreckgespenst zwar bedrohlich, doch noch fern. Aber jetzt sind die Gespenster wieder mal aus Fleisch und Blut. Und es darf nicht mehr erwachen, was in ihnen drohen droht. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit. Liebe Freunde, es ist sehr schön, dass ihr da seid und dass ich bei euch sein darf. Der große Jean Ziegler, den ich immer mehr bewundere, hat gerade neulich immer wieder in Interviews betont, wie wichtig die Zivilgesellschaft ist. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber mir fällt kein anderes ein. Die Zivilgesellschaft hat die einzige Möglichkeit zu einer Revolution, die wir dringend brauchen. Das ist die vielen engagierten Menschen. Wenn man mal überlegt, es gibt in Deutschland Millionen Flüchtlingshelfer zum Beispiel. Sie tauchen nur nirgends auf. Immer wieder muss man sich Höcke oder wen auch immer Schwachsinnigen anhören. Und es taucht nicht auf, dass so viele Menschen sich engagieren und wirklich bereit sind zu helfen und etwas tun und ihr Herz öffnen. Ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich, dieses Wiederkommen, dieses Wiederauftauchen des Patriotismus und des Völkischen. Da brüllen es, die Völkischen. Ja. Und ich habe einen Text geschrieben, warum ich kein Patriot bin. Weil ich gut ohne Patria leben kann. Ohne eine in einen Nationalstaat gezwängte Heimat. Ohne Vaterland. Weil die ganze Welt, das ganze Universum meine Heimat ist. Und weil ich mich den Tieren fernster Kontinente manchmal näher fühle als gewissen Menschen meines Heimatlandes.